Also für mich ist der Wald Alltag genug. Eine Sensation. Ich bin einfach immer noch begeistert, was der alles hergibt. Wir denken hier nicht in erster Linie an das Holz, das wir hier rausholen können. Nein, wir dürfen nicht vergessen, der grosse Teil von Kanton Uri wäre nicht bewohnbar, wenn es keinen Wald hätte. Und darum kann man euch erahnen, was für einen Wert der eigentlich hat. Die Kanton Uri besitzt 12'000 Hektar Schutzwald. Und wenn man weiss, für einen Hektar Lawinenverbauung braucht es etwa 1 Million, dann kommen wir auf sage und schreibe auf 12 Milliarden Franken Wert, den der Wald hat, der sonst irgendeiner Form von künstlichen Schutzbauten müsste abgedeckt werden oder ersetzt werden. Der Wald ist ein Allgemeingut. Jeder darf den Wald betreten. Aber die Nutzung muss ja irgendwie in Bahnen gelenkt werden. Nach dem Forstgesetz dürfen wir ja nicht mehr nutzen, als es zuwachsen tut. Und dazu hat die Korporation das Forstpersonal eingestellt. Aufgeteilt ist das Ganze im Kanton Uri auf die Korporationsbürgergemeinden. Und ich bin jetzt zum Beispiel der Betriebsleiter, Förster von dem Revier Erstfeld. Jetzt sind wir hier in Inchi und dort sind jetzt grosse Borkenkäferschäden entstanden. Das heisst, der örtliche Forstbetrieb, die mögen dem nicht mehr Herr geworden und jetzt hat man die aus dem Unterland, also ein Erstfeld ist jetzt hier dabei, aufgeboten, um die Käfernester, die Holzerei dort oben in Angriff zu nehmen. Der Käfer, das ist ganz ein winziger, kleiner Käfer. Wir nennen den Borkenkäfer. Der Buchdrucker, der lebt zwischen dem Holz und der Rinde. Und das ist beim Baum die empfindliche Stelle, das Kambium. Und wenn er dort seine Eier abgelegt hat, dann machen die Larven links und rechts die Fraßgänge machen und binden eigentlich am Baum die Saftzirkulation und bringen dann so zum Vertoren. Das weibliche Insekt ist in der Lage, mindestens 3 Generationen zu machen und jedes Mal legt das 60 Eier ab. Dann ist das natürlich fast explosionsartig, wo sich da die Anzahl Käfer vermehren. Aber wenn die Bedingungen plötzlich da vorhanden sind, dann hat das sehr schnell gehen, dass wir da grosse Flächen kein Wald mehr haben. Das ist das eine. Das zweite ist, der Klimawandel tut uns sicher auf neue Herausforderungen bringt. Der Wald wird es sicher da nachher noch geben, aber der wird sich verändern. Niederschläge fehlen zum Teil, es wird wärmer und da gibt es Baumarten, die das mit dem Niederschlag kommen. Es gibt aber auch Baumarten, die das leben oder vielleicht sogar bevorziehen. Und darum ist ganz, ganz wichtig, und zum Glück haben wir das mindestens auf dieser Höhenlage, wo wir jetzt da sind, eine Vielfalt. Eine Artenvielfalt bringt es nicht oft mal in einen Engpass, wenn eine Baumart mit diesen neuen Situationen nicht mehr zurechtkommt. Also die befallenen Bäume werden gefällt, gerüstet und die kommen so schnell als möglich zum Wald aus, damit die Käfer, die Brut, aus dem Wald rauskommen. Die grösseren Durchmesser die werden noch zu Sackholz weiterverarbeitet, aber ein Großteil von dem Holz wird nur noch energetisch genutzt. Das heisst, es wird raustransportiert und von dort geht es in die Schnitzelanlagen. Das wird gehackt und kommt nachher an den Schnitzelheizungen als Energie wird das zugeführt. Also Erstfeld ist eine Energiestadt. Die dazu beitragen unsere Schnitzelheizungen. Also das heisst, unser Holz, das unser Wald bringt, das wir nutzen, wird vor Ort in den Heizungen wieder gebraucht, verbrennt und dort Wärme liefern. Wir sind hier in der Holzschnitzelheizungszentrale Jagdmatt, in einer unserer beiden Zentralen, die grössere, die wichtigere Eier.
Wir haben in diesen beiden Zentralen rund 120'000 Liter Heizöl pro Jahr substituieren mit Holzschnitzel. Das sind rund 1'700 Kubik Holzschnitzel, die hier angeliefert werden von der Bürgergemeinde Erschfeld. Und wir versorgen hier das komplette Schulareal, Schwimmbad, Turnhalle, Schulhäuser, Pfarreihaus und etwas private Liegenschaften. Das ist ein wesentlicher Beitrag, den wir hier leisten zum Energiestadtprozess, zum Energiestadt-Gold-Prozess, der Erschfeld drin ist. Wir haben hier natürlich die öffentlichen Institutionen oder wesentlichen Teil der öffentlichen Institutionen dekarbonisieren, also sprich das Heizöl wegnehmen und durch neue erneuerbare Energiequellen erschließen.